Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Stream Minecraft Yashios Survival. Heute möchte ich das Dorf zwischen der einen und der anderen Burg, also zwischen meiner und Desis Burg, neu anfangen. Das heißt, heute wird der Grundstein gelegt, das erste Haus wird errichtet. Wie gesagt, das sind kleine Häuser, ganz kleine Häuser. Das heißt, wir werden heute wahrscheinlich da eine Menge Hütten schaffen schon. Zumindest hoffe ich, dass wir eine Menge Häuser schaffen werden. Und ja, mit dabei ist im Discord erstmal der Desi. Hallo, Desi. Grüß dich. Hallo, Yashio. Also, ja, ne. Hat mich gegrüßt. Hast du gesagt. Hat er nämlich. Hat er. Ja, wie gesagt, es läuft an. Ich weiß nicht, du bist glaube ich schon da, ne? Ja, du bist glaube ich schon in dem Bereich unterwegs. In welchem? Da, wo das Dorf entstehen soll. Nicht mehr, da war ich vorhin einmal unterwegs und habe da die Bäume gerodet. Wir fangen jetzt an mit dem Dorf und ich werde jetzt erstmal die notwendigen Sachen hier rausholen. Ich möchte gerne, natürlich möchte ich Holzhäuser bauen, Holz passt, Holz ist super und natürlich auch ein bisschen was mit Stein. Demnach nehme ich schon mal mit. Ich nehme einfach mal ein paar Steinziegel mit, nehme mal ein paar Äppchen mit hier, so Eichenholz. Wie gesagt, das wird ja ganz ganz locker flockig bunt durcheinander soll das ja werden alles. Ja, also wie gesagt, jetzt nichts, wo man da 50 Stunden durch irgendwelche Häuser laufen kann, sondern halt so kleine Häuser, an denen man von außen seine Freude hat und gut ist. Also wie so eine, wie so ein alter Stadtkern, deine Ahnung, ne? So Mini-Häuschen. Deswegen nehme ich einfach mal hier von jeder Holzsorte noch ein bisschen was mit. Und dann schauen wir mal. Schreck das nach. Schreck das was? Ja. Ich war hier gerade am Früchte ernten bei meiner alten Maschine und dachte mir, gut, machst du ganz gemütlich und dann machst du von hinten einmal Peng. Das kenne ich. Wenn die Creeper der Meinung sind, sie müssten einen mal so eben so ein bisschen aufs Glatteis führen, sage ich mal. So ein bisschen erschrecken. Das macht immer Spaß, ja. Da gebe ich dir recht. So, ich hoffe, dass ich mit dem, was ich jetzt mitgenommen habe, schon mal einigermaßen weit komme. Natürlich fehlt da noch was ganz Entscheidendes. Und zwar, mir fehlt noch mindestens ein Stack Steine. So und ein Bruchstein. Und da ich jetzt schon reichlich überfüllt bin, jetzt noch einmal kurz meinen Fackelvorrat auffüllen, einmal voll machen. So. Und einfach mal so ein bisschen die Truhe oben mit benutzen, die ich am Spawnpunkt gebaut habe. Kann ich also mal so ein paar Sachen drin ablegen, obwohl die ist glaube ich voll, ne? Kannst ja noch eine Endertruhe hinsetzen. Tja. Unglaublich. Der Mann hat Ideen, du. Die kannst du sogar übernehmen. Der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Dann will ich jetzt von jedem eins abwerfen hier in die Endertruhe. So. Und schon haben wir wieder ein bisschen Platz. Wunderbar. Endertruhen habe ich sowieso mit, also passt das. Einfach so eine Endertruhe hinschmeißen. Und dann haben wir das. Jetzt weiß ich, was du meintest, dass das mit dem Itemaufzug echt nervtötend sein kann, wenn man hier länger steht. Was sind wir gerade? An meiner Chorus-Fruchtfarm. Ach so. Der neuen. So, also hier kann man schon mal sehen. Genau, ich hatte hier noch so ein ganz klein bisschen umgebaut. Sieht, ne? Ich habe hier so hier den Weg jetzt rüber gemacht zum Spawnpunkt. Ab dem Spawnpunkt. Ich wollte ihm dem Spawnpunkt ein Dach verpassen. So. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich hatte ihm ein Dach verpasst. Hab dann festgestellt, wenn man dann stirbt und spawnt, dann landet man auf dem Dach. Toll. Deswegen habe ich das Dach mal ganz schnell wieder abgerissen.
Und wir haben jetzt hier halt so ein offenes Areal, aber das ist auch okay, denke ich. Sieht auch ganz vernünftig aus. So, ich werde, wo packe ich den jetzt hin, die Truhe? Die Endertruhe, die werde ich einfach mal spaßeshalber hier an den Rand packen. In die Ecke packe ich die neben der Tür. Da kommt die Ender. Schade eigentlich, dass man die nicht auch doppeln kann, ne? So zwei Endertruhen. Hätte was, oder? Naja, musst du am Ende eine Schulkerkiste setzen. Hm? Da ist das Inventar in der Kiste und die Kiste kannst du einsammeln und das Inventar bleibt in der Kiste. Ja, ja, das kenne ich ja nur, aber nützt mir ja jetzt nichts für hier. So, also das ist der Spawnpunkt. Der Spawnpunkt hat bekommen. Ich weiß nicht, ob man das schon gesehen hat im letzten Mal. So, hier eine Chorus-Fruchtfarm und natürlich auch wieder weiter, ne, noch eine. Dass man die Sachen halt abbauen kann und anpflanzen und nachher dann per Knopfdruck mal alles wegspülen. Das Ganze hat dann auch hier unten noch im Kellergeschoss einen kleinen Ofen bekommen und eine Sortieranlage. Das heißt, hier landen automatisch die Chorusfrüchte drin, die also gebrannt werden können und wo dann eine Kratze daraus entsteht und wo man dann da. Wie ist das Zeug? Purpur, genau, draus basteln kann und alles andere, das ist der Brennstoff, und alles andere landet dann so im Lager. Das wird dann halt an dem Ofen vorbeigeführt. Gut, so viel dazu. Ich will jetzt hier nicht so lange rum, Kasper. So. Ja, hier habe ich zugemacht, ne, damit wir hier schon mal zumindest einen befriedeten Bereich wieder haben, ne, mit der Bahn, und dass durch diesen Tunnel hier irgendwas bis hier oben reinläuft, das halte ich für recht unwahrscheinlich, deswegen habe ich ja auch mal keine Türen reingemacht. Seh dich. So, hier ist der Weg vom Desi hier hoch, ne? Den haben wir auch ein bisschen angepasst, um es mal so zu sagen. Irgendwie fehlt hier auf der Kreuzung noch eine Fackel, oder? Noch nicht. Doch, hier auf der rechten Seite könnte noch eine Fackel hin. Hier so. Oh, da machen wir noch eine hin. Ja, genau, jetzt ist der Weg auch gut ausgeleuchtet bis hier oben hin. Und hier an dieser Stelle, ich meine, wir haben mit der Terraforming schon ein bisschen hier weiter gemacht, wie man sieht. Alter, hast du alle Bäume da hinten weggemacht? Das ist ja richtig geil. Ja, nicht einen habe ich stehen lassen. Hm. Die großen, mit den großen habe ich es dann ganz einfach gemacht. Alle weggefrostet. Jetzt sieht man sogar die Brücke, die ich da gebaut habe, ist ja arm. Die großen Bäume habe ich einfach angezündet. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Okay. Ja, Brandrodung. Schön. Okay, also die großen Bäume sind da nicht im Lager gelandet, sondern sind verdampft. So. Und ja, wie gesagt, ab hier soll eigentlich auch das Dorf entstehen. Ne? Da drüben ist ja Desis Dorf und von hier aus geht es dann hier rüber. Da werden dann auch noch so ein paar kleine Häuschen an den Wegesrand gesetzt, hier und rechts und links. Allerdings erst später, wenn ich weiß, wie das hier oben ausschaut. Hier hatte ich schon mal angefangen, so ganz klein bisschen die Straßen bauen. Und hier sollen jetzt natürlich überall Häuser sein. Ich fange mal hier an der Kreuzung an. Ich werde das mal so machen. Ich werde das jetzt nicht zu eng machen. Also ich werde hier mal so ganz klein bisschen Platz lassen am Wegesrand. Auch noch so einen kleinen Grünstreifen haben. Weil ich finde, das könnte eine recht gute Wirkung haben. Und dann gucken wir mal. Hier werde ich jetzt erstmal anfangen mit einer Mini-Hütte. Ich sehe da ein kleines Männchen am Spawn. Bitte? Ich sehe dich am Spawnpunkt. Du siehst mich am Spawnpunkt. Ach so, ja, das ist gut, dann funktionieren die Augen noch. Ja. Gönne mir einen Ausblick von oben. Ich sehe dich auch auf deiner Burg stehen oben. Ich weiß, dass du da oben kein Banner drauf gesetzt hast, wirst du da sein. Hast du deinen Umhang noch um? Ja. Dann flieg doch mal in meine Richtung. Los, flieg! War nämlich noch mal im End. Und hat da Umhang gefunden. Das sieht ja schon irgendwie witzig aus, das Teilchen, ne? Unglaublich. Ja,
Ja, Glück muss man haben. Ich hatte das Glück bis jetzt noch nicht. Aber ich war auch lediglich nur noch mal drüben und hatte noch mal ein paar Kokosfrüchte halt zum Anpflanzen geholt hier rüber, damit man überhaupt mal hier diese Farm machen konnte. Jetzt haben wir Weil davon mehrere. als wir das erste Mal drin waren, hatten wir das ja irgendwie vergessen, übersehen, wie auch immer. Ganz breiter muss da draußen. Also das wäre jetzt ein bisschen zu klein. Noch ein bisschen muss da noch dran. So, also wenigstens eine Reihe noch. Weil das hier wären ja die Wände, ne? So da, wo ich jetzt den St ah, verdammt. Da, wo ich jetzt den Stein hinbaue, das wären die Wände. Ne? Schön klein und muckelig. Das muss ich mal eben gucken. Womit baue ich denn dieses Haus? Ich würde sagen, das Haus baue ich mal aus. Da kannst du eigentlich wunderbar ein Bett, ein Bücherregal, das war's. Na, das ist. Ich glaube nicht, dass das so war, dass da sowas draus wird. Oh. Ach so, das war jetzt wieder. Ja, verdammt. Lass mal die Ecke. Oh, Du mal die baust das Ecke. mit Half-Slabs. Ja, merke ich auch gerade, aber ist egal. Die sehen ja dann trotzdem so aus. Ich habe keine ganzen mitgenommen irgendwie. So, genau. Fensterscheiben habe ich auch nicht mitgenommen. Das Glas muss ich mir auch noch organisieren später. Bisschen hin. Mobst ich mir von dir noch ein bisschen Kohle? Sachen. Mein Lämpchen leuchtet noch. So, ist der. Haben wir das auch? Jetzt habe ich natürlich hier etwas zu viel. Also theoretisch müsste ich jetzt natürlich dich hinsetzen und dann den Boden des Gebäudes. Dann nehmen wir mal Eichenholzblätterchen. Bis zur letzten Kiste muss man laufen. Für? Kohle. Ja. Was? Ich will doch, dass mein Läppchen ausgeht. Also was ausgeht. Meine Lampe. Muss ich da jetzt mitkommen, oder? Nein, mein neues Gebäude hat doch ein bisschen mehr Redstone gekriegt mal wieder und So. Ja. deswegen muss ich da noch auffüllen, bis die Lampe ausgeht. Ich habe es immer noch nicht so ganz irgendwie begriffen, was du mir jetzt damit sagen möchtest. Aber war das jetzt Mist, was ich hier gemacht habe. Da habe ich jetzt da einen halben Slab draufgesetzt. Das hat ja überhaupt keinen Sinn. Da muss ja das Dach oben drauf. Sonst wird das Haus ja wieder viel zu groß und zu hoch. Muss erstmal einen Anfang finden. Also das ist jetzt wieder. Na, finde den Anfang, so dass es vernünftig aussieht. Und genau da bin ich jetzt gerade bei. Ich nehme mal Eichenholz als Dach. So. Da müsste ich denn jetzt eigentlich auch mit. So machen wir es. Wie hast du bei deiner Maschine mehrere Öfen sozusagen eingebunden? Also ich habe eine Materialführungstrichterlinie, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, es wäre sinniger, wenn ich da mehrere Öfen dran hätte. Das dauert das, glaube ich, zu lange. Also bei mir sind die Öfen ja einzeln befüllt, ne? Ach so, na Das heißt, gut, jeder das Ofen stimmt. hat eine eigene Zufuhrtruhe. Du kannst das natürlich auch ein bisschen abändern, indem du ganz einfach jeweils immer von dem Materialtrichter, der das Material in den Ofen reinmacht, machst einfach eine Brücke rüber ziehst, ne? Das heißt, immer wenn ein Trichter voll ist, dann würde er quasi bis zum nächsten rüber gehen und würde dann da was in den Ofen schmeißen. Dafür muss aber erstmal der eine Trichter voll sein. Heißt mindestens 5 Slabs
müssten dann in dem Trichter drin sein und dann würde er quasi alles andere weiterleiten zum nächsten. Wie bei Sortiermaschine musst du das dann machen. Ne? Also oben die Trichter, ein Trichterweg, der quasi drüber weggeht, der alles weiter befördert und einfach ein Trichter drunter, wo dann alles reinfällt. In den ersten Ofen, dann den zweiten, dritten, vierten. Und nachher kannst du unten ja wieder die Ausgangstrichter zusammenführen, dass das alles wieder in einem Weg rausläuft. Ja, werde ich dann wahrscheinlich noch nachrüsten müssten, weil das dauert sonst zu lange. Das ist durchaus, aber gar nicht mal so unmöglich, ja. So, Erde brauche ich ein bisschen. Erde. Das ist ja oben das Dach wenigstens. Ich möchte die Dächer gerne so bauen. Alle. Dass da oben drauf nichts bauen kann. Und Viechern. Ich werde jetzt aber auch die Häuser nicht komplett mit Fackeln umbauen, sondern ich werde dann lediglich an die Tür, wenn ich hier rechts und links eine Fackel setzen und innen rein eine. So. Innen rein eine. Und über die Innenausstattung werde ich mir dann später Gedanken machen. So, jetzt haben wir zumindest schon mal eine Hütte hier. Ein Rohbau sozusagen. Will ich jetzt noch einen kleinen nebensetzen. Die Dinger müssen halt, wie gesagt, nicht unbedingt bettbewohnbar sein, sondern einfach nur da sein. Überlegen, ob ich hier direkt noch einen nebensetze, ohne Fenster, so direkt mit Anbau, im Anbau, weißt du? Oh, Zweiergebäude. So was, ne? Eine Art Doppelhaus. Hier wird ein Doppelhaus raus. Hier kommen noch welche rein. So. Dann machen wir hier das gleiche nochmal. Das ist eine geile Idee. Mach ein Doppelhaus. Da muss ich den Eingang noch auf die andere Seite setzen. Doppelhaus helfen. Die haben ja den Eingang meistens in der Mitte, ne? Ja. Naja, oder hat zwei Eingänge. Ja, mach ich ja. Zwei Eingänge, aber die sind dann meistens zur Mitte hin irgendwie. Wohl, nicht unbedingt. So, ich brauche jetzt da 1, 2, 3, 4. 4 Stück brauche ich. 1, 2, 3, 4. Passt, haben wir. Meistens da, wo der Maurer das Loch gelassen hat. Ja. Ah. Keine Ahnung, was ich da jetzt gerade für ein Haus im Kopf hatte für, aber... Haus im Kopf, verdammt, wie sind das da hingekommen? Ich wusste schon immer, dass du einen Dickkopf hast. Dankeschön, habe ich auch verstanden. Du hast ja recht, aber... Mit dem Dickkopf ist ja nun mal so. Er gehört ja dahin. Los, gib Gas, du garstiges Komparator-Dingsi. Garstig, im wahrsten Sinne des Wortes. Da kommt einer hin und da kommt einer. Den Eingang dann gerne in der Mitte. So. Da ein Loch. Ein Loch. Weg. Juhu. Holzboden. Ja, dasselbe. Einmal bitte. Also das ist schon wieder alles weg hier. Ich kenne mich doch. Immer das gleiche. Immer werfe ich alles. Warum nehme ich alles weg? Sachen kann man auch noch gebrauchen. Also ich nehme die Sachen. Tausche die bei mir im, ich sag jetzt mal grob im Inventar aus. Ne? Unten auf der Leiste, auf der Aktionsleiste und dann kloppe ich sie in die Tonne. Dann gehe ich da wieder raus und dann fliegen die Sachen durch die Gegend. So, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Yay!
Mein Lämpchen täuscht dich recht selten. Was ist das denn? Mein Lämpchen ist ausgegangen. Heißt du, in anderen Worten, du bist voll? Nein. Voll genug. Wenn sein Lämpchen ausgegangen ist, muss er voll sein, oder? So. Finde den Weg. Finde den Weg zum Spawnpunkt. Ich hab ihn. Muss doch mal eine beiden Stack hier rausholen jetzt. Ein bisschen Purpur herstellen. Er sollte inzwischen da schon wieder einiges im Lager sein, weil ich habe zwischendurch ja auch mal wieder, wenn ich hier war, meine Farm benutzt und da sollte eigentlich auch wieder automatisch was drin gelandet sein. Das ist zumindest Chorusblüte müsste reichlich da sein, die geplatzte, sodass du das halt herstellen kannst. Dafür habe ich ja jetzt hier eine komplett neue Maschine gesetzt, die es etwas größeren Dimensionen macht. Also, die kann das dann auch, ja? Okay. In größeren Dimensionen. Warte mal, es sind 1, 2, 3. Das kann ja nicht schaden, sowas. 12. Am coolsten wäre natürlich noch, wenn man das auch komplett automatisieren könnte, ne? Aber man muss es ja nicht übertreiben. Und das Einzige, was du jetzt hier noch machen musst, ist halt manuell einmal kurz per Hand die Blüten ernten. Dann drückst du das Knöpfchen und dann setzt du sie neu hin. Der Rest kommt passiert komplett alleine. Auch was. Warum habe ich das jetzt getan? Einfach nicht, weil ich das Dach nicht mag, so wie es ist, sondern weil ich halt erst mal ein bisschen Material sparen möchte noch und weil ich eben der Meinung bin, dass ich innen drin ruhig nach oben Deckenhöhe ein bisschen mehr Platz gebrauchen kann. Da kann ich nämlich oben die Fackeln hinsetzen und habe unten dann direkt Platz für die Deko, wenn ich noch welche reinsetze. Materialsparen, hat er gesagt. Wenn ich mir jetzt das Dach von dem Gebäude hier angucke, ist das alles andere als Materialsparen. Ja, das ist... Du, Pflanze. So. Es geht ja jetzt um das Dorf. Und das Dorf, das kriegt ja nicht nur ein Haus, das kriegt ja, weiß ich nicht, 500 Häuser oder so. Wenn ja, mit Sicherheit so einige. Und da müssen wir halt ein bisschen gucken, ne, dass man jetzt nicht übertrieben mäßig viel Material in ein Gebäude reinpulvert. Ja, weil, wenn man jetzt von hier mal runter guckt, das ganze Tal, das soll quasi so ein fettes Riesendorf werden, ne, so mit ganz vielen kleinen Gässchen und Straßen und hast du nicht gesehen. Und da kommt bestimmt noch was lustig. Da kommt gerade was lustig, sehe ich gerade. Da kommt nämlich gerade so ein komisches Mob angelaufen hinter mir. Will bestimmt irgendwas. Bei Spielen, warte mal. Ach, man guckt doch schon ganz böse. Ich dachte, das ist traurig. Das war's. So, erste Doppelhaushälfte ist fertig. Der erste kann einziehen. Erste kann einziehen, ja, genau. Ja, was heißt einziehen, kann er noch nicht. Da fehlen natürlich noch Türen und ja, so ein Glas, vor allem Glasscheiben brauche ich natürlich. Ne? Weil die hole ich jetzt eben. Da kann ich das eine Gebäude nämlich komplett finden. Garstige Spinne. Garstig. Eine garstige. Die kann doch auch nichts dafür. Die wurden in diese Welt gesetzt, dir wurde eine Rolle zugeteilt. Und diese Rolle ist nun mal, dir in den Hintern zu beißen. Dann kann nichts. Aber die kann die doch auch nichts für. Ich war? Naja, ist was dran. Ne? Genau, bist du. Der Mann hat Verständnis. Ein bisschen. Ah, nehmen wir noch ein bisschen. Ne, Schwarzeich ist blöd. Ja doch. Und die Türen, nehmen wir noch ein bisschen Schwarzeiche mit. Wir haben noch, hier Birk haben wir noch, ne? So, nehmen wir noch ein paar Birkenholztüren mit und ein paar Fichte. Ah, 20.
Nicht übertreiben. Glas. Bevor ich jetzt wieder weglaufe, Glas. Oha, ich habe das gerade mal ausgerechnet, wie viel Redstone das war. Das war viel. Ah. How much is a fish? Ne, in dem Fall ist gerade wieder eine Spinne. Da. Ja, wie viel hattest du denn? Also, ich stelle mich nur ganz gern wieder ins Sichere. So, das waren 8487 Redstone. Werf mal kurz 100. Einen Blick in unsere Redstone-Truhe. Oha! Die war eigentlich mal voll. Uhu! Böse Falle. Nicht schlecht. Ich habe schon gedacht, ich hätte mit meinem Redstone Aufgebot in meinem Schloss mit den Leuchtern viel geaßt damit. Krass. Wobei, das war wesentlich mehr, weil das war jetzt nur das Dach. Ich habe ja noch Redstone-Schaltung unterm Gebäude. Da brauche ich ja normal Redstone für. Ja, nu. Ja. Ist das halt. Was kostet die Welt? Ein müdes Lächeln. Kennst du noch? Was kostet die Welt? Ein müdes Lächeln. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das zuerst gesagt hat. Irgendwer hatte mir das mal. Hatte diesen Spruch immer drauf. Was kostet die Welt? Ein müdes Lächeln. Oh, machen wir Scheibchen ein hier. Einfache, doppelte, wie sich das gehört. Zack. Läuft ein Schlaflied, warum? So kann man auch das Feld wieder zur Erde machen, einfach drauf rumhopsen. Hops, hops. Ja, oh. Aber wir leider ein bisschen was von den Feldern weichen, weil ich Platz brauche. Ich werde hier dann auch wirklich Eichenholztüre einsetzen. So rum und eine so rum. So gehört sich das. So, das erste Haus steht schon mal. Gucken wir mal nach dem nächsten. Könnten wir mal hier hinbauen, ne? Was dürfte das denn jetzt mal für ein Haus werden? Direkt ein Holzhaus oder Stein oder? Die sollen ja alle unterschiedlich werden, ne? Das ist ja das. Ich will mal überlegen, ob ich hier hinten mal so wie so eine Art kleinen Schuppen noch hinbaue. Was denn, dann hast du nämlich Schuppen, ohne je in einem Schuppen gewesen zu sein. Das ist nämlich auch nicht verkehrt. Dann brauchst du ein Schuppenshampoo. Das als Grundfläche? Ja, habe ich ja nicht so. Keine Haare, keine Schuppen. Gibt's nicht. Ausverkauft. Aber nehmen wir mal einen Fichtenholzschuppen. Könnte ich jetzt natürlich auch geschlossen machen, den Schuppen. Das ist eine Idee. Machen wir das auch. Machen wir jetzt einen geschlossenen Schuppen hin, da stellen wir nachher genau eine Truhe rein. Dann haben wir einen Lagerschuppen. Passend, ne? Oder? Das ist eine gute Idee. Der Besitzer des Hauses hat einen Schuppen. Wer auch immer der Besitzer dieses Hauses nachher ist, ja. Ich bin echt am Überlegen, ob ich für den einen oder anderen Zuschauer verlose. Auch nur so als Gimmick, weißt du? Das wäre noch mal eine coole Idee.
Und Leute, die oft da sind, weißt du, die können sich dein Haus aussuchen. Und da schreibe ich dann den Namen dran und dann wohnen die da offiziell. Oh, das wüsste ich ein paar. Ich weiß gar nicht, wer das damals war. Dem Narrenhaus. Im Narrenhaus? Nein, also so schlimm ist es noch nicht. Ich halte Menschen, die hier zuschauen, nicht als nicht für Narren. Nein, aber das war ja aus dem Zuschauerbereich, dass man mein Haus als Narrenhaus hinstellen kann. Ein Haus. Ja. So. Ich glaube, das war Achmutter Glaube. oder Asurakami. Ich glaube, das war Asurakami in dem Fall. Sicher bin ich mir nicht. Ich glaube Drachenmutter, aber es Ich ist weiß es jetzt auch okay. nicht aus dem Kopf. Also ich habe da jetzt gerade echt, ich stehe da jetzt gerade echt so ein bisschen auf dem Schlauch, was das betrifft. Aber es gibt ja Videobeweis. Also wenn du das wissen möchtest, dann. Such ein paar Stunden Videomaterial durch. Du musst ja nur das finden, wo du jetzt halt, ne? So. Ich werde Nur. mich aber gleich mal kurzzeitig ausklinken. Zumindest kurzzeitig, weil ich glaube, das mit dem Stadtfest hat sich erledigt bei dem aufziehenden Regen da draußen. Ach so, okay. Na, es wird dunkel und es tröpfelt. Ja, das kannst du, weiß ich natürlich nicht. Das ändern. Hier mal bitte. So ist das. Wollte ich denn machen? Ich wollte eine Truhe bauen. Ja. Eine Solo-Truhe wollte ich bauen, in den Lagerschuppen setzen. Ah. Oh. Aus hier. Ah ja, jetzt habe ich da. Das ist da eingebaut. So. Dann bauen wir die Truhe bauen wir nämlich genau dahin. Ein Lagerschuppen. Fertig. Ja, öfter mal was Neues. Hier kann man dann auch noch so mal Blümchen setzen und so. Könnte natürlich auch einfach einen Weg hier dran machen, der dann nach hinten führt. Oh, Einfach das so einen klingt nach Weg Glitter. zwischendurch, zwischen den Häusern. So macht man sich ja. Na, Plätzchen was. Hätte auch was, ne? Kann man da noch eine Fackel dran machen? Da hat man hinterm Haus so ein schönes, ja, wie so einen schönen kleinen, eine Terrasse hinterm Haus. Das sieht natürlich jetzt ganz gediegen aus hier. Oh. Muss ich natürlich mal eine Wand hier auch noch untermauern, sozusagen. Damit man den Rand nicht sieht. Oh, sonst sieht man natürlich, dass das Ganze auf Lehm gebaut ist. Sieht dann auch blöd aus. Oh, und da brauche ich den da, ne? Ach hey. Und so. Wenn du gleich mal zufällig in der Nähe vom Lager bist, vielleicht Na. hast du mal kurze Minute, mir eine Meinung zu geben zu meinen zwei Springbrunnen. Eine Meinung zu Springbrunnen. Ja, irgendwie bin ich da noch nicht sonderlich von überzeugt. Also da müsst ihr jetzt eigentlich erstmal noch Gras wachsen und sobald Gras drüber gewachsen, kann ich das wegmachen. Bist du denn? Wenn du den Portal in meine Burg nimmst, bin ich sozusagen eigentlich genau davor. Vor diesem Gebäude. Ach so, ja. Okay. Oh, es Also regnet sich. so ganz in der Nähe vom Lager bin ich gerade nicht, aber sofern ich das gleich bin, würde ich dir da gerne eine Information zu geben. Machen wir denn hier? Bauen wir denn hier hin?
Können wir eigentlich ein Haus hinbauen, das so ein bisschen größer ist noch, ne? Sagen, das machen wir mal 2, 3. Eins tiefer wie das da vorne, dafür schmaler. Natürlich auch ganz schmal machen. Das heißt, das ist vor allem, wenn wir hier so ganz schmal hintereinander so hart einhäusern. Hier wieder eine Wand. Direkt aneinander. Da sollen wir da einen Platz zwischen lassen. Aber mit einem Platz dazwischen sieht das Ganze besser aus. Steht wieder Erdreich. Ah, nee, Quatsch. So. Ah. Und hier. So in der Richtung. Ah, dann müssen wir da natürlich die Türen machen, logischerweise. Und hier kommt dann das nächste Hütchen hin, ne? Weil wir schon mal so eine Art Grundform haben für die Häuser, die hier hinkommen. Einmal und das Ganze hier auch noch. Da fällt mir gerade was zu ein. So rein servertechnisch wollte ich hier vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Bezahlung regeln. Sonst hat sich's ausgemeinkraftet. Sonst hat sie es ja so ungefähr, ne? Also nicht direkt ausgemeinkraftet, aber zumindest wird es dann temporär ein bisschen schwerer, ja, auf den Server zu kommen, wenn der erstmal kurzzeitig stillgelegt ist. Muss ja nicht sein. Würde ja gerne aus diesem Prepaid-Dings, da würde ich ja gerne raus. Muss ich erstmal gucken, dass ich da dem Support widme, dass die mich da umschreiben in die Abo-Phase. So, machen wir hier nämlich einen Platz raus. Machen wir noch einen mehr. Machen wir nämlich hier am Ende der Straße nur so einen kleinen Platz. So. Von da aus geht es dann weiter in die Häuser rein, so, ne? Da habe ich Häuser mit einem grünen Teppichboden. Wieder die, ne? Könnte natürlich jetzt auch hier Steinhäuser hinsetzen, ne? Ich komme geflitzt. Was? Ich sehe es gerade nicht. Ich habe keinen Stream von dir an. Oh. Und selbst wenn ich ihn an hätte, wäre das ein bisschen doof. Aufgrund der leichten Verzögerung. Ja, dann, ja gut, klar, dann kommst du natürlich nicht so ins Live-Geschehen rein. Ne? Obwohl, das Delay dürfte eigentlich sehr, sehr gering sein. Wenn du jetzt nicht über Mobilgerät guckst, sondern direkt aus dem vom PC aus, dann hast du eigentlich so gut wie keinen so gut wie kein Delay, sag ich mal. Gehen. Oh je, jetzt alle. Rein alle. Verdammt. Hättest du von einer Minute was gesagt, da war ich noch da. Jetzt bin ich schon bei dir. Oh, passt schon. Soll ich dir mal sagen, wie das aussieht?
Wie eine Sammelbestattung. Ja, noch. Logisch. Ist ja jetzt auch die Grundsteinlegung der Gebäude, ne? So. Da ist die Straße zu Ende. Und hat hier so ein kleiner Platz. Ne? Da film mich ein, Bruder. Ich sehe es schon kommen. Komm, ich mach Erde drüber. Ich grab dich ein. Ne, da vorne, ne? Die Häuser. Zusammen mit diesen Häusern, die dann hier entstehen. Jetzt bin ich am Überlegen, was nehme ich denn hier am geschicktesten für Material? Ich glaube, hier werde ich mal auf, Birke gehen. Birke habe ich noch nicht. Und zwar mache ich dann hier wirklich Birkendamm. Oh. Hallo Zombie. Machst du gerade, verteidigst du mich gerade? Mit meinem Leben. Ja, davon solltest du genug haben. Nein, ich habe keine Brust mehr an. Du hast keine Brust mehr an. So, yep. So. Ich habe weniger Schutz. Dafür kannst du fliegen. Kannst ihn jetzt davon fliegen? Nein, nur gleiten. Schade eigentlich, ne? Ich habe mich mal auf deinen großen Turm gestellt und das Ding benutzt. Oh, auf den ganz großen? Ja. Uiuiui. Und dachte, ja gut, ne, wirst du wahrscheinlich irgendwo bei meiner Burg rauskommen. Ja? Naja, die habe ich eiskalt überflogen. Okay, wo bist du gelandet? Hinterm Flaschenschiff. Was? Ja gut, du bist ja jetzt von deiner Burgmauer auch bis hier vorne hingeflogen, ne? Also du hast dann natürlich ein, also pro Höhenmeter hast du natürlich einen irren Vorschub gehabt. Also ich sag mal, das Verhältnis war jetzt auch bestimmt locker. Pro Höhenmeter 4 oder 5 in der Länge, oder? So um den Dreh würde ich das auch sagen. Würde ich jetzt so sagen, so ungefähr. Jo. Das geht schon mal. Kommst du schon ein Stück mit. Oh, ja, mal die. Ja, zu. Es sind so viele Bogenschützen da unten. Warum ich da nicht hingehe? Aber du weißt, dass der Umhang, denkt dran, dass der Umhang auch kaputt geht, ne, wenn du stirbst oder wenn du da beschossen wirst. Ich würde den tatsächlich nur tragen, wenn du auch wirklich fliegen möchtest. Ansonsten hast du nachher den Umhang kaputt, das wäre ja schade drum. Yep. Zumal die Dinger ja auch nicht herstellen kannst oder so. Die musst du ja wirklich finden. Das Einzige, was du machen kannst, ist dann sozusagen den Endeimer resetten. Wenn es dann nichts mehr zu finden gibt. Und das wird nicht passieren. Werde ich nicht. Wenn nichts mehr da ist, nichts mehr da. Okay. Und halt mit auf die Ressourcen aufpassen, die da sind. Aber ich glaube, der End ist groß genug, da wird sich immer irgendwas finden, zumindest solange wir da irgendwie spielen. So viele Leute kannst du hier gar nicht auf den Server stapeln, ja, und solange können die gar nicht spielen, dass da nichts mehr zu holen gibt, glaube ich. Wenn du überlegst, 1000 Blöcke musstest du in eine Richtung, dass du bei den Inseln am Rand ankommst. Das heißt, da ist die Map schon wesentlich länger als 2000 Blöcke. Weit zumindest länger. In dem Bereich, ja. Ich noch Fackeln? Hm? Gott, bin ich schlecht vorbereitet. Ich kann dir hier nicht mehr wirklich helfen. Mir helfen? Wobei? Wolltest du auch ein bisschen Dach bauen? Also. Ist das Absicht, dass der Weg hier nicht tiefer gesetzt ist wie der Rest? Ja. So ein. Was hier ist dann der Weg zu Ende? Der kommt dann wie so ein kleiner Platz. Und dann mache ich dann noch hier so ein bisschen Zaun drum. Hier so.
Natürlich auch hier den Weg beenden können. Das ist sogar eine viel geilere Idee. Warte mal. Stein hier raus. War gerade so eine richtig kultige Idee. Haha. Da gibt es ja nur noch Trampelfahrt. Genau, das ist total Knorker. So habe ich da vorne auch gemacht. Mal jetzt nur warten, bis die Wiese gewachsen ist, weil sonst kann man natürlich hier keinen Sinn machen. Aber das passt schon. Dann gibt es jetzt genau da, so wie vorher halt die Straße war, gibt es dann halt hier gleich Trampelpfade. Und bestimmt gut. Möchtest du ein bisschen Holz haben? Möchtest du auch ein bisschen Dach bauen, oder? Holz vor der Hütte, so. Achso, habe ich gar nicht mehr. Müsstest du von oben holen. Ich muss jetzt, oder? Ja, ich muss eh Eiche holen. Weil ich habe oben habe ich noch Eichenholzstufe in der Truhe. Ja, auf dem Spawnpunkt. Da muss ich dann eben hin, muss das holen. Oh, falsch. Hier geht's rum. Hey. So, Endertruhe. Eichenholz. Und du willst auch ein paar haben, ne? Ja. Sehr schön. Ich natürlich jetzt in der Endertruhe drin, weil die andere Truhe, da habe ich jetzt, ich habe mir meist mal so gedacht, dass ich da normale Rüstung reinpacke. Das heißt, wenn jetzt jemand dann, ja, ich sag jetzt mal hier reinkommt und ja, dann muss er halt gucken, seine Bücher den entsprechenden Werten verdient und sich dann draufpackt. Oder so gedacht, so der Plan. So. Dach zumachen. Lustige kleine Hütten werden da. Weil. Ich stelle mir das gerade vor, also du hast jetzt in dem ganzen Tal, hast du überall Häuser so ungefähr in der Größe, vielleicht in der Mitte dann noch so ein Rathaus oder so, weißt du, dass du dann ja, vielleicht eine kleine Kirche oder Kapelle oder so. Der Rest ist dann eben jetzt mal wirklich hier Dorfcharakter. Du müsstest da oben dann noch Half-Slabs draufsetzen bei dem anderen. Wobei? Da hast du mir nur einen von gegeben. Wo was? Wie war? Diese Stufen. Wissen du? In dem anderen Gebäude. Ja, da wollte ich ja gerade drauf eigentlich. So meinst du? Da war ich ja gerade bei. So. Jetzt kann man hier halt eine Fackel reinsetzen in jedem Gebäude. Zack. Vorne kann man dann auch so auf jede Seite eine Fackel setzen. So. Und Glas einbauen natürlich. Würdest du Birkenholztür einbauen? Wenn du welche für mich hast. Habe ich mit, ja. Am besten so Anschlag gleich. Rechts- oder Linksanschlag bei jedem Haus gleich am besten. Welche Richtung ist egal, Hauptsache. So. Man hat sich dran gewöhnt, dass die alle so in die gleiche Richtung gehen. So. Türen beworfen und du läufst drüber weg. Hm? Bist drüber weggelaufen und sammelst sie wieder ein. Ich
Hab sie nicht erwischt. Nicht schlecht. Warte. Da. Dachte schon, ja, sein können sie überfüllt bin oder so. Cool. So, dann muss ich eben kurz mit der Schippe hier hinten so, den Platz wieder fertig machen. Haben wir jetzt. Ich hatte hier unten noch, weil man ja, weil die ja so ein kleines Stück tiefer sind, ein Sechzehntel, habe ich hier halt, hast du hier halt die Erde rausgucken sehen unter der Mauer. Das sah doof aus. Deswegen habe ich den nochmal weggemacht und habe dann das da hingesetzt. So, hier haben wir es auch bald, sage ich mal. Mal schon mal den Bereich planieren, der planiert werden soll. So. Jetzt das war noch zu viel. War doof, merkst du selbst, ja. So. Das war auch einer zu viel. Wollte ich gar nicht hin. Was mache ich denn hier für einen Blödfug? So. Ja, der Rest, der wird sich gleich ergeben, denke ich. Der Rest, der wird noch zuwachsen. Hui. Cool. Haben wir schon mal wieder ein paar kleine Häuser. Ja, machen wir dann hier hin. Also hier ist es jetzt wie so eine Art, ja, wie so eine Art Platz hier vor den Häusern, ne? Könnte man eigentlich. Kriegst du aber auch noch drei Häuser, vier Häuser auch noch hin, so über der Ecke. Meinst du, dass das nicht so, dass das ein bisschen groß, spuriger? Oh, wen habe ich denn da? Wie gerade mal wieder übersehen wahrscheinlich. Der Ich bin Walle. Oh, Walle, wie geht es? Erstmal, wie geht's? Und ja, um die Frage zu beantworten, not so easy now. Also nicht direkt. Ich mache das halt so, dass ich das erstmal so daran festmache, ob die Leute dann durch regelmäßig da sind, ja, und wenn das dann so ist und ich die Leute ein bisschen kennengelernt habe, dann kann man das gerne in Angriff nehmen mit dem Mitspielen. Anders mache ich das halt nicht, weil ich habe es halt von anderen, so teilweise mitbekommen, dass sie eben da und drüber unterhalten haben, wie viele Leute sie denn da hätten, die dann, weiß ich nicht, das eine oder andere zerdeppern und aufpassen. Keine Ahnung, ja. Deswegen habe ich es halt so gemacht oder mache ich das halt so, dass ich genauer hingucke. Ja, vorher. Jetzt sind wir bei mir genauer hingeguckt. Nu. Weil du machst nur das kaputt, was du auch wieder auf, was du selbst aufgebaut hast. Das, was ich was man mit den Händen zusammenbaut, mit den Hintern wieder auseinanderrupfen. So ungefähr, ja. Ich bin immer noch dafür, den großen Creeper anzuzünden. Das kannst du gerne machen. Viel Spaß. Ja. Ist deine Burg. Ist ja auch dein Creeper. So, hier wird jetzt eine mit. Ich möchte jetzt hier einen Steinboden haben. Jetzt hier ein. Jetzt hier so ein richtig fettes, ich werde jetzt hier ein so ein Steingebäude reinziehen. Mal Stein. Einmal relativ lang und alles aus Stein. Der Boden. Also mal ein so ein richtig einfallsloses Ding. Natürlich die Decke nicht, also der. Das Dach soll natürlich nicht aus Stein sein. Ja. Also siehst du mal, dann ist das eben, ne? So schnell oder ruckzucki sind dann die Leute hier noch wieder weg. Wenn es dann nicht sofort klappt mit dem Willen, da fehlt dann einfach die Geduld. Auch vielleicht eine etwas doofe Einstellung, das mag durchaus sein. Nach dem Motto, ist doch nur ein Spiel, ja. Aber so viel Zeit halt ein Spiel, wo man auch Zeit investiert hat, nicht? Sage ich jetzt mal.
Und du kannst ja nicht alles, wenn jetzt irgendwie irgendwo was weggerupft wird oder so, kannst es ja auch nicht sofort negieren, indem du dann sagst, ah, guck mal, ja, da jetzt, ne, da und da ist jetzt was Blödes gemacht worden. Das mache ich jetzt mal eben wieder dahin oder ich rette mal eben die Welt oder nimm einen alten Spielstand und spiele ihn wieder auf. Ja, unter Umständen haben dann schon Leute irgendwie ganz, ganz viel gebaut in der Zeit und ja. Mein Gebäude von gestern. 8 Stunden, Beispiel, ja. beziehungsweise 9 Stunden. Stell dir vor, ne, jetzt davor hätte irgendjemand irgendwo was zerballert und ich hätte jetzt dann alles einmal zurückbauen müssen. Die anderen auch blöd, ne? Man das Das gibt. vermeiden kann, indem man dann halt sagt, nö, nur wenn nach einem anständigen Kennenlernen, ja, dann geht das. Oh, die Gebäude 8, ja, fast 9 Stunden kannst du sagen, und meine beiden Springbrunnen jeweils dann insgesamt auch nochmal 1 Stunde. Meine, du steckst natürlich trotzdem nicht drin. Da kann natürlich trotzdem sein, dass irgendeiner tatsächlich die Geduld aufbringt, ja. Jetzt sagen wir mal wirklich einen Monat zuzugucken, regelmäßig und so, und um dann nachher doch irgendwie ja, Rucks Radar zu zu machen. machen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich geringer, wenn man so macht. Das würde eine extreme Geduld voraussetzen. Und jemand, der jetzt einfach nur Schaden anrichten will, der will das schnell machen und will dann auch schnell wieder weg und lacht sich dann halt einen Ast, weißt du. Yeah, ich hab was kaputt gemacht. Schaut, was ich geschafft habe. Am besten noch mehr so mit den Aussagen, ich hab den voll geprankt, oder? Voller Prank. War gar nichts. Mein Brunnen tropft. Und tropft. Drehen ab. Geht nicht. Nicht. Ich habe keine Erde dabei. Doch, habe ich. In einem Brunnen tropft. Wenn du den nachher anguckst, dann siehst du es. Ganz einfach. Dahin, dahin. Links. Da müsste ich jetzt eigentlich, also wenn ich den Gebäudeplan voll bleiben wollte, müsste ich da oder hätte ich da jetzt normalerweise eine Metall, nee, eine Steintür einsetzen müssen. Also was gibt's ja nicht. Also nehmen wir mal eine Birkenholztür. So. Also ich glaube, ich werde hier dann zusehen, dass ich die Betten, die ich habe, mit in diese Häuser verbringe. Dass man hier dann jeweils ein Bett drin hat. Wie im Haus, ne? Hat Sinn. So. Doch, es gefällt mir. So sieht das gut aus. Ja, somit wir wieder bei. Ich sehe den Creeper von hier aus. Über von da aus. Ich habe doch meinen einen Turm, der darüber führt zum Alchemieturm. Darüber ist doch diese Brücke. Ja. Und von dem. So, von dem Gebäude hier, was bei mir der Pottpunkt ist, in der Etage da drüber, da guckst du genau durch beide Türme durch, unter der Brücke drunter her und siehst den Creeper. Okay, ja auch nicht schlecht. Bestens platziert. Den habe ich auch ganz gut platziert hier. Sieht doch vernünftig aus. Dann hat man einen Weg am Gebäude lang, nach hinten wieder. Kleine Partymeile auf der Rückseite, wunderbar. Da hinten stehen ein paar Holzhäuser. Der Baum muss weg. Kann natürlich auch sein, dass das bei dem einen oder anderen Gewitter hier mal ein Haus abbrennt, aber dann ist das so. Ne? War auf jeden Fall ein netter Anblick, die großen Bäume dann da brennen zu sehen.
Netten Abend, gesagt. Ja. Ja. Die ganz großen verschachtelten Bäume, die lassen sich echt bescheiden fällen. Weil dann irgendwo da noch irgendein Ast drin sitzt in einem Buschwerk. Da dachte ich mir, nee. Einen Baum habe ich versucht, die anderen machst du nicht. Holst dir ein Feuerzeug. Holst dir. Wow, Creeper. Wow. Okay. Über weg. Über weg, Creeper, alles kaputt gemacht. Nein. Kann ja nicht passieren. Zum ne? Ah, nochmal so. Dann haben wir hier wieder alles schön begradigt. Ah. Jetzt fehlt mir Stein, das ist aber doof, ne? Komm mal, guck mal, nimm mal Steinziegel als Grundlage, nimm mal hier. Verbau einfach erstmal alles das, was da ist, dadurch gibt sich dann die Materialmischung ganz von alleine. Richtig? Nimm, was du kriegen kannst. Genau. Natürlich noch genau ein Bruchstein. Ein Bruchstein. Hast du noch einen Bruchstein da? Ah! Nee. Ein Bruchstein. Mal eben einen produzieren hier, warte. Kurz hier ein paar Bruchsteine produzieren hier unten. Mit dem, was wir hier über haben an Erde, wieder auffüllen. So, wunderbar. So, siehst du, da haben wir wieder ein paar Bruchsteine. Da. Zack. Fertig. Ja. Genau, jetzt baue ich hier nämlich ein Häuschen. Das wird jetzt eins mit so einer Dachterrasse, ne? Gute Frage. Nee, Moment, das Haus, das habe ich ja weiter eingerückt. Das habe ich ja nicht ganz ohne Grund weiter eingerückt, ne? Das heißt, hier werden wir jetzt erstmal so einen Eichenholzboden reinzimmern. So. Hier setzen wir Mauern. Hallo, Yeshios Lager. Okay. So. Hier kommt dann ein Türchen hin. Schon mal Glas ansetzen. Na gut, hier könnte ich theoretisch einen Glasblock hinsetzen, hier vorne, wenn ich einen mit hätte. Kannst du mal bitte einen Glasblock mitbringen? Und wenn es geht, noch ein paar Bruchsteine und Steine. Oha. Ganz viele Sonderwünsche, warte. Sonderwünsche? Wenn du schon mal unterwegs bist. So, guck mal. Jetzt machen wir hier so ein. So, was hat er gesagt? Steine und Bruchsteine. Jo. Bin ich voll Knorke. Oh, war blöd. Knorke, das war blöd. Und Glas, hat er gesagt. Hat er gesagt. Hat er nämlich, wie du so schön sagst. Hat er. Unsere Tintenfische sind auch recht bald voll, ne? Also die Trichter dahinter sind auch noch voll. Die Tintenfische sind voll. So. Darfst du auch keinem erzählen. Ich hab mal so dahinter geguckt, wie weit die jetzt voll sind, so ob dann demnächst die Lampe angeht oder nicht. So.
Ja, das ist nicht dramatisch. Da ist ja noch so ein bisschen Truhe über, sag ich mal, ne? Also die eine Truhe ist voll und die Trichter dahinter sind voll, aber da ist ja noch, glaube ich, eine Truhe drüber, ne? Da ist noch eine Truhe drüber, ja. Und da ist ja noch ein Trichter drüber. Das heißt, du hast ja bei dem System hast du Truhe, Trichter, Trichter, Truhe. Weil ich den Höhenunterschied überbrücken musste wegen der Sperrfackel halt dahinter. So ist. Ich habe eine neue Programmiervariante gefunden gehabt beim Suchen, aber die macht mir zu viel Krach, weil die arbeitet mit Kolben. Super. Oh, Bruchstein. Das haut nicht hin. Ich bin überfüllt. Das ist ja ärgerlich. Wegbringen. Muss ich erst ein paar Sachen abwerfen hier, bevor ich da was aufnehmen kann. Erde zum Beispiel. Davon habe ich so viel. So. Jetzt könnte ich. Einmal. Glas. Von jedem Stack oder wolltest du mehr? Weil ich habe jetzt mehr mitgebracht. Ja, du kannst gerne davon noch was da in die Truhe packen, in dem Lagerschuppen, wenn du da. Hier ist nur das der da? Der da. Bruchstein. Das wäre super, dankeschön. Dann kann ich nämlich hier vorne jetzt auch eine Glas einsetzen. Dann mache ich nämlich da einfach hier so einen Glasbaustein rein. Dann passt das nämlich auch mit der Tür. Hinten bleibt halt Scheibe. Advent, Advent, ein Möpplein brennt. Komm, 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 komm. Aufgehört zu brennen, warum? Weil es regnet. So ist es bei mir. Nein, ich habe strahlend blauen Himmel, aber den habe ich ja sowieso. Ich habe ja die Wolken aus. Also das, was ich im wahren Leben bevorzuge, nämlich Wolken, gibt es hier nicht. Überlegen, ob ich hier so eine Art Blumenbeet außenrum ziehen kann. Weißt du, aus diesem Pilzen so eine Art Pilzbeet hier außenrum ziehen. Die breiten sich ja nicht weiter aus, wenn Wiese da ist, ne? Bei der Pilzmechanik stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ja, ich glaube nicht, dass sie das tun. Aber ich könnte natürlich erstmal hier einfach. Ich lasse das mal so, ne? Ganz gut. Lass das einfach mal so, wie es ist, dann passt das schon. Na, schon wieder ein Stack weg. So, und was machen wir hier? Oh, du hast ja gesagt, hier könnte man noch ein bisschen was hinbauen. Ne? Dann lass uns das doch auch tun. Ich weiß noch nicht, nur noch nicht in welcher Form. Eine Idee? Kann ich dir leider nicht sagen. Ich ziehe gerade leider eine Mauer. Sie ist eine Mauer? Ja. Oh. Neben meinem Springbrunnen. Ein paar Meter weiter. Achso. gut. Vorne dürfte sich jetzt gleich auch alles visiert haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht Wiese sein? Visiert, hört sich auch nicht schlecht an. Ja. Auf der Seite des Grundstücks ist doch bei mir noch alles sehr offen. Deswegen kommt da jetzt auch noch eine Mauer hin. Ja, also da haben wir nicht Schaden. So, was machen wir denn hier hinten? Jetzt noch sehr viel Gebiet, das noch offen ist, ne? Das offenes Terrain sozusagen. Bin noch nicht sicher, was ich hier vorhabe, glaube ich. Aua. Ist runtergefallen. Geh wieder auf.
Wir einfach nur einen hin. So. Ich habe diesen Palast selber gebaut, aber ich verlaufe mich trotzdem jedes Mal aufs Neue. Warum auch nicht? Eine gewisse Ziellosigkeit gehört, glaube ich, bei Minecraft dazu. Okay, jetzt habe ich ganz den Faden verloren. Soll ich dir helfen, das Ding zu finden, oder findest du alleine wieder? Ich glaube, der ist weg. Ganze Faden? Oh, habe ich auf der Seite echt noch keine Leiter hingesetzt? So, dann mache ich dann nämlich hier, mache ich dann nämlich jetzt so, werde ich nämlich jetzt ganz viele kleine Minders. Viele. Oder ganz viele kleine Häuser, das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Da werde ich dir direkt als Holz im Boden einpflanzen. Hier so, direkt am Weg. Ein tiefer so. Oh, was man nicht im Kopf hat, ne? Hat man eine Beine. So ist das schon mal. Hast du was vergessen mitzunehmen? Mal wieder? Ich habe was vergessen hinzusetzen. Eine Leiter im Turm. Eine Leiter im Turm. Ach so. Dass man auch irgendwie raufkommt. Das musste ich einmal ganz auf der anderen Seite rum. So, das heißt, das hier kommt weg. Heißt, hier habe ich jetzt einen Schub. Oder ein Haus. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Wie ein Haus draus machen aus dem Schub. Da war auch ein Schuppen draus machen. So. Ah! Ein Birkenholz mehr. So. Ja, davon habe ich auch ein bisschen was verbraucht. Birkenholz. Ja. Noch Holz da, so ist ja nicht. Ich habe es nur nicht hier. Ich lese. Nicht hier, wo ich gerade bin, sondern nur da halt, also im Lager. Hier ist und da. Da so hier halt. Ich hoffe, ich habe euch jetzt genug verwirrt. Holzbretter. Oh. Der nächste Schuh. Steht. Oh. Können wir noch bestimmt noch einen nebenbauen. Ja, gerade ein. Ich habe ja genug Fichtenholz eigentlich. Ich habe doch ganze Stämme mitgenommen, also habe ich auch genug Holz da. Da zum Beispiel Birke, ja, habe ich doch genug da. Der 1,64er Stack wieder voll. So schnell geht das. Nachher das passende Dach oben drauf und dann passt das. 1, 2, 3, komm, da passt noch einer. Da geht noch was, da geht noch was. 1, 2, Freddy kommt vorbei. Oh nein. Nicht Freddy. Wir hören runter. Verdammt. Kommen wir aus der Höhle wieder raus. Und ist sogar noch Kohle. Cool. Ich habe halt nur die Bäume weggenutzt. Alle Vorkommen habe ich da gelassen, weil ich zu faul hier bin. Vorne, hier, wo ich jetzt gerade die Hütten am Bauen bin, ist eine Höhle drunter. Hätte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Die habe ich irgendwann wahrscheinlich mal auf die Schnelle ausgeleuchtet. Und dann einfach so gelassen. Vermute ich mal. Da weg. So, und dazwischen hätte ich gerne Fichtenholzbretter.
natürlich noch ein bisschen viel Holzbretter holen. Komme! Ist noch auf. Fisch. Da, ah, Fisch. Zaun weg, das weg. Wachse, wachse. Fichtenholzbretter. Warte, überlegen, ob ich den Schuppen hinten einfach ein Fenster verpasse. Auch noch, hätte auch was, ne? Vorne dicht hinten Fenster. Kann man sich überlegen, was da drin ist. Macht aber, ich mache mal hinten offen. Mache ich ja jeweils ein so ein Sichtfenster rein. Juh. Nein. Hier kommt kein Freddy vorbei. So dachmäßig baue ich jetzt überall Eiche drauf oder wechsle ich das Dach einfach andersrum ab? Das heißt, überall wo Fichte ist, mache ich Eiche hin, wo Eiche ist, mache ich Fichte hin. Könnte ich natürlich. Würde auch cool aussehen, denke ich mal. Machen wir erstmal hier Birkenholztür, 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 dann. Fichte. Auf der Rückseite machen wir da Glasscheibe rein. Eins, drei, zwei. So, damit das hier auf der Rückseite auch einigermaßen vernünftig ausgeleuchtet ist, werde ich hier an die Häuser auch noch so eine Fackel dran bauen auf der Rückseite. So. Und einfach hier an die Wand, warte mal, entsprechend da eine hin und hier in der Mitte. Dann ist das auch vernünftig ausgeleuchtet. Die Weise verhindere ich dann hier so ein bisschen den Mob-Spawn. Das kommt, glaube ich, ganz gut. Außerdem kann man ruhig an so eine Burgmauer unten so ein paar Fackeln dran setzen, ne? Wenn ein Dorf in der Nähe ist. Jo. So kommt das ganz gut. Der wächst hier nicht, siehst du das? Da wird keine Wiese draus. Der will nicht. Verweigert den Dienst. Ja, der wehrt sich noch. Unglaublich, aber wahr. Ah, okay, dann machen wir das mal so. Machen wir mal hier. Könnte natürlich auch hier an dieser Stelle. Oh ja. Mach ich mal durchgezogene Dächer hin, das kommt auch gut. Vorne und hinten habe ich dann Spitzgiebeln richtig. So ungefähr. Ja.
Hi, wird vergessen. Noch so ein. Und Spitzgiebel-Moped hin. So ist gut. So, einmal den da. Machen wir Futter mal kurz weg. Und packen an der Stelle. Und. Nicht irgendwo noch. Da ist Birke. 7 Stück habe ich noch, Birke. Oh je. Also, wenn's. Das reicht aber. Bereicht hat. So. Jetzt hier wieder. Magst du noch fix auf einen Sprung vorbeikommen? Weil ich denke mal, ich werde mich dann jetzt gleich mal kurz verabschieden. Ach, ich komme vorbei. Komme garantiert vorbei. Fehlen, obwohl ich mir fehlt hier eigentlich gar nichts mehr. Die sind jetzt fertig, die Hütten, ne? Meine ich. Eigentlich müssten sie fertig. Natürlich auch schön wechselhaft, ne? So oben da das Dach und da das andere drauf. Ist auch ganz witzig geworden. Hinten könnte man dann noch eine Truhe reinstellen nachher oder eine Werkbank. Und schon ist das Ganze anständig ausgestattet. Und die fackeln auch sofort weg hier. Sollte eigentlich von der Ausleuchtung hier reichen. Oh, dann hoffe ich mal, dass das hier gleich auch mal so langsam nach. Dann mache ich mich mal auf den Weg zu dir. Könnte natürlich jetzt auch einfach zu dir rüberlaufen. Dann musst du aber durch zu Türen laufen. Durch zu eine Türen, auch das noch. Obwohl, wäre jetzt natürlich eine Beichte, das habe ich schon häufiger geschafft, aus den Türen zu laufen. Einer das auch mal erwähnt zu haben. Wenn so die eigenen Bremsen versagen und man ist der Meinung, eine Tür ist offen und man rennt dann so voll da rein, dann kann das schon mal vorkommen, dass man die Tür, dass man den Türrahmen leicht beschädigt. Aber kann die Tür nicht mehr was dafür? Nein, die kann nichts dafür. Die ist dann lediglich kaputt. Bin dann mal auf dem Weg. Auch ein bisschen Platz gemacht, damit ich mir ein paar Sachen oder noch ein paar Sachen da rausholen kann. Und dann komme ich mal einfach geportet. Haben wir denn den Portal zu Dizzys Haus? Zweiter von hinten links. Ah, Dizzys Burg. Komm mal. Hopp. Na, guck mal. Dann geht's wieder zurück, ne? Bahnhof und weg. So, wo bist du jetzt? Direkt rausgehen. Direkt rausgehen, nach vorne. Dann siehst du auch die. Ui. Ungebaut. Oh. München, ey, das sieht ja. Eieieiei. Mega. Ja, mega, das sieht richtig cool aus. War ein bisschen Rumbastelei, aber am Ende hat es dann gepasst. Glaube ich. Coole Dinger. Doch gleich. Wahnsinn. Geht's auch noch? Ui, lass das. Boah, jetzt habe ich mich auch geschockt hier. Verdammter Creeper. Da kommt noch so ein Moped.
Hier ist mein Purpurhaus. Ah, das Purpurhaus. Oh, das ist ja gar nicht Purpur komplett. Da ist ja noch, das hat ja nur ein Purpurdach. Ja, aber es ist sozusagen hier Produktion dafür. Holz, ach so, hier ist die Produktion drin. Blüten per Hand ernten, ins Früchte ernten, ins Blütenblätter neu aussehen. Ah, okay. Chorusblüte, Chorusfrucht, platzte Chorusfrucht, alles was so reingefallen ist. Wenn leuchtet, Kohle eingeben, okay. Kohl eingeben. Hab ich halt. Oh. Oh, schön. Haben wir auch ja. Kohl? Und hier geht's dann halt da rein. Ah. Ich glaube, das ist sowieso gewachsen, also so kann man es ruhig mal ernten. Oh, ah. Aus wie im, wie hast du das mal ausgedrückt? Sieht aus wie im Badezimmer. In dem Fall war es sogar so ein bisschen so gewollt. Was? Was? Das Schönste jetzt gleich an der Nummer wird. Ich habe sie sowieso jetzt gleich geerntet. Das sieht doch mal schnuckelig. Das war halt auch der Grund, warum so viel Redstone draufgegangen ist da oben. Durchlaufen? Okay. Ach du schönes Dach. Hat er gar nicht gesehen. Komplettes Redstone-Dach. Ach, dann hast du oben Redstone-Lampen eingesetzt. Ja, die werden ja automatisch befeuert durch die Redstone-Blöcke. Ja. Okay. Oh, und jetzt wäre es soweit, dass man aufs Knöpfchen drücken kann. Aufs Knöpfchen. Hier ist sogar ein Fenster zum Gucken, das habe ich extra dazu noch. Oder wollte ich da stehen bleiben? Genau, wir haben die ganzen Früchte da schon reingespült. Dann wieder aus. Und jetzt machst du gleich hinter dir Klick. Machen Musik. Ich kann jetzt mal kurz tricksen. Du kannst ja mal auf das Lämpchen von der Kohle gucken. Oder vom Kohl. Steht immer noch Kohl. Okay. Ja, ich hab's noch nicht geändert. Wenn leuchtet, Kohl eingeben. Okay. Hör mal, jetzt ist bei dir aber voll die Lampe an. Ja. Ja, cool. Cool. Hab was. Nur die Schaltung dahinter, die möchtest du dir, glaube ich, nicht angucken. Warum nicht? Ich kenne ja die Schaltung aus meinem Lager. Die ist ja jetzt auch nicht wesentlich transparenter, ne? Aber viel was anderes kann es ja auch nicht sein. Eine Hebevorrichtung und eine Sortiervorrichtung. Im Wartungskeller. Da darf man hin? Hm? Ja. So. Tief. So. Der komplette Rand ist für die Bewässerung zuständig. Wo sind die Truhen da hinten? Die große Tour, da kommen jetzt alle Chorus, also beziehungsweise ja doch, da kommen alle Chorusfrüchte rein. Hm? Und eine Glock dahinter teilt dann beides dann, warte mal, lässt sich, ich pack mal Chorusfrüchte in die, kannst es dir genau angucken, während es tätig ist. Ach so, ich sehe das gerade. Eine Seite Ofen, andere Seite geht's dann zur Hebevorrichtung, ja, auch nicht schlecht. Weißt du, möchtest nicht alles brennen, ja? Was da ist. Nein, ich möchte auch zwischendurch mal welche futtern und wegteleportiert werden. Ah, okay. So, ich habe mal welche ins System geworfen. Jetzt fangen wir an. Das ergibt sich bei mir irgendwie automatisch, weil wenn ich dann wirklich welche haben möchte, davon, dann klopp ich die einfach mal so um, weißt du? Das geht nämlich auch. Oh, Asurakami. Hallöchen. Judentag, sagt er.
Ja, schön. Wie geht's dir? Alles im grünen Bereich? Will ich hoffen. Würde mich freuen, das zu lesen. Und das mit Jetzt mal der erstmal. Aufteilung in beide Kisten war nervig. Mal sein, dass es das hier gerade so ein bisschen kühl wird. Ich mache mal eben Fenster auf, bin sofort wieder bei euch. Ich erwarte natürlich immer noch deine, mit Freude deine hoffentlich positive Antwort. So, da bin ich wieder. Immer an, du guckst über ein Mobilgerät, dann hast du natürlich entsprechend. Deswegen wahrscheinlich ein ziemlich horrendes Delay, was ich vermute. Es geht das Delay teilweise bis 2 Minuten. Das finde ich total krass. 2 Minuten Delay, bis man da mal was sieht, was hier dann sich ändert. Ja, schön immer. Hat was. Es ist ähnlich aufwendig wie mein Lager, ne? Ja, das hatte schon so ein bisschen. Aber das Komplizierteste war eigentlich eher hier mit der Glock dahinter, mit der Aufteilung in die beiden Kisten. Weil das hatte ich jetzt bisher noch nicht so gemacht. Du musst es genau abstimmen, ne? Du musst genau die Einfallgeschwindigkeit von den beiden Sachen haben, um dann, es müssen ja genau zwei da sein, damit einer da rechts und einer da links fällt. Und du kannst es dir dahinter angucken. Ich packe dir noch mal kurz was in den Trichter rein. Wenn du jetzt hier hinter nachguckst, ob aua, hast du hier dann die Glock. Und das steuert dann halt unten jeweils die Trichter an. Okay. Na gut, jetzt hättest du natürlich auch, du hast also die beiden Trichter gesperrt damit. Ah, okay. Ja gut, so kann man das dann natürlich auch machen. Ja, schick, 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 schick. Also mach's genau halbe halbe. Ja, cool. Und wann? Zwischendurch schmeiße ich einfach noch mal welche rein, dann habe ich halt also welche, die sozusagen hier oben drin landen, aus der Frucht einfach dann rein und noch mal in die. Oh. Guten Tag. Was? Im Rollladenkasten im Kinderzimmer ein Wespennest. Das braucht man nicht. Okay, das ist böse. Das ist böse. Das ist gefährlich. Weil die können da bestimmt auch raus. Das ist in gewisser Weise. Also ich werde wenn das Dach bei mir auch noch höher machen und Turm. Da kann ich ja auch 12 Pflanzen anpflanzen. Und wenn diese schon mal höher wachsen können, dann habe ich da auch noch etwas mehr Chorus-Ausbeute. Also Glaube ich ich eine kriege hier ganz gute grob, Idee. wenn das hier fertig, also sozusagen nicht mehr weiter wächst, dann sind das im Groben 2 Stacks. Das ist gut, das ist gut. Also ich bin bei einem knappen Stack, lage ich jetzt mal irgendwo. Könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Dementsprechend werde ich dann einfach zumindest den einen Bereich etwas erhöhen und dann passt das auch, glaube ich. Hast du denn da irgendwen angerufen wegen dem Wespennest? Weil sonst muss ja weg, ne? Es muss ja zumindest da raus, dass die Wespen umgesiedelt werden, wo irgendwo hin, wo es halt, ja, also wo die weiterleben können, entstehen ja unter Naturschutz, wenn ich recht informiert bin.
Und wo sie aber euch nichts tun können. Zugeklebt. Nee. Okay. Bin die nach außen raus? Wenigstens, dass die wegkommen, ne? Weil die werden einen Weg finden. Wenn sie. Also wenn du sie jetzt einsperrst, komplett einsperrst, dass sie nirgendwo anders hin können, die einen Weg finden. Zur Not auch durch Holz. Die lassen sich da durch, weil ich da informiert bin. Das sind wie Ratten. Ja, die sind echt krass, die Vieh. So. Die Beißwerkzeugen, die ballern sich da, die fressen sich da wirklich durch. Ich werde mich aber jetzt erstmal verabschieden, weil jetzt gleich jemand bei mir vor der Tür steht. Zwei Mitspieler. Zwei Mitspieler. Ah, ja, dann grüß mal die zwei Mitspieler. Schöne Grüße an Nova und Sayu. Machbar. Und ja, viel Spaß auf jeden Fall auf eurer Veranstaltung. Ja, wenn das bis dahin ein bisschen aufhört zu regnen. Ah, das wird schon passen. Bin davon überzeugt. Ich glaube, vor Ort wird es auch ein paar Schirmchen geben, wo man sich drunter stellen kann. Oh, kann das sein, dass hier irgendwie ein Stück von deinem Dach fehlt oder so? Boah. Ja, das ist jetzt, das ist explodiert, sag ich mal. Dein Dach ist explodiert. Ja, ich habe da, glaube ich, ein bisschen nachgeholfen. Unabsichtlich. Mit TNT gespielt oder was? Mit Booten. Booten. Ja. Erkläre ich dir mal in einer ruhigen Minute. Er hat mit Booten gespielt. Habe Booten in den Truhen in meinem Lager, nicht dass die Truhen in die Luft fliegen. Nee, ich hatte ganz viele Boote übereinander gestapelt und dann habe ich den Sperrblock aus Versehen weggehüpft, weggeschlagen und dann flogen die Boote. Du musst überlegen, ich habe diese Anlage oben auf meinen runden Turm da hinten gebaut. Ja. Und die Boote flogen halt bis hier hinten hin. Und wenn die dann runterkommen, die zerdeppern das Dach. Ja, scheint so, weil ich habe da weder manuell Blöcke rausgenommen noch mit TNT gespielt. Also, es kann eigentlich nur das gewesen sein. Mir bitte eingefallen, wirf die Blöcke nur auf deine Bauten. Brauche keine Boote in meinen Häusern. Ich muss in den kompletten Burghof mal die Boote einsammeln. Unglaublich wieder hier. Unglaublich! So, nicht wundern, ich werde aber online bleiben, weil das Problem ist bei dieser Anlage, dass einfach diese ganzen Früchte durch den Ofen durch müssen. Und das sind inzwischen so viele im Trichter, bis das da durchgelaufen ist. Vergeht eine Zeit. Ja, das denke ich. Nö, ja. Ja, wie gesagt, gut. Viel Spaß. Mach's gut. Jo, bis später. Bis später mal. Auf dem Weg jetzt aber auch gleich, wenn ich denn schon mal hier bin, noch ein bisschen Material mitnehmen. Und zwar davon ein bisschen. Immer noch so zwei, drei. Oh ja. Oh ja, guck mal. Das ist doch auch noch, das ist doch auch noch was. Da kann man doch auch noch Häuschen draus machen. Zumindest die Wände, ne? Poliert, obwohl poliert. Ne, poliert ist nicht gut. Unpoliert, das gibt eine schöne glatte Wand. Da kann man auch noch was mit machen. Steinziegel sind mir irgendwie ausgegangen, nehme ich auch welche noch ein paar von mit. Woraus könnte ich denn noch Dach machen? Außer aus Birke und ach ja, hier, ne? Akazie. 2, 3. Schwarzeich, er geht natürlich auch, ne? Geht immer. Super, super dunkles Holz. Macht bestimmt Spaß. Upsa. So, jetzt bin ich voll. Voll, voll. Voll, voll. Ja, das ist gut. Solange die noch einen Ausweg haben in eine andere Richtung, geht das eigentlich.
den gut verkleben. Tu den Gefallen. Ich weiß nicht, wo die, aber ich hatte das auch schon mal. Ich habe mal in einer Dachgeschosswohnung gewohnt und da gab es dann auch draußen eigentlich ein Wespennest. Und das Witzige war, es gab keinen sichtbaren Gang nach innen. Wir haben draußen das Nest weggemacht und trotz alledem hatte ich nachher bei mir in der Wohnung, weil die da so ein Gift reingehauen haben zu dem Zeitpunkt, hatte ich dann bei mir in der Wohnung gefühlt, ich weiß nicht, wie viele das waren, 500, 600 Wespen, alle tot. Ja, also wirklich ein Teppich, ne? Der ganze Boden war voll, du hast kein Stück Laminat mehr gesehen. Ne? Also wenn ich in dem Moment zu Hause gewesen wäre, wo die das weggemacht haben, ich glaube, ich hätte mich sehr, ich hätte danach wahrscheinlich leichte Vergiftungserscheinungen gehabt und wäre ziemlich zerstochen worden. Also tu dir den Gefallen, wenn die da dran gehen an das Nest, zieh so lange aus. Zumindest in der Zeit, wo die da beschäftigt sind. Das ist echt mega gefährlich. Die haben nachher irgendwelche Lücken, gerade wenn die in Panik kommen, dann die finden Lücken immer, die würden die so nie benutzen. Irgendwie sind die reingekommen, obwohl da keine Lücke war. Vermeintlich. Also ich habe keine gesehen. Ja, alles klar. Dann viel Spaß, guten Appetit und ja, have fun. Kannst ja mal berichten, was mit deinen Wespen gegeben hat. Nee. Hier, Dings auch, Discord ist immer besetzt quasi, also fast immer. Hab's ja auf dem Handy. Kannst du mich ja immer erreichen. Eigentlich immer. Hier die Decke, die will ich noch höher machen. Noch ein bisschen ausbauen nach oben. Können die höher wachsen. Ich mal gucken, wie hoch ich da bauen kann, weil ich habe ja oben da auch noch irgendwelche Treppen drin. Hier geht es nicht höher, da ist die Spawn-Plattform drüber. Aber das macht nichts. Kann ich hier abernten. Hier kann ich noch ein bisschen abernten und die ganz oben sind dann halt egal, das macht nichts. Weil es ist das gleiche Prinzip, was der Desi drüben hat. Ne? Nur, dass bei mir das Wasser halt von der Mitte kommt. Und dass bei mir einfach alles gebrannt wird, was da reinfällt. Also ich habe da keine Aufteilung und es landet dann noch ziemlich direkt alles im Lager. Dankeschön. Danke, danke, danke. Den habe ich sowieso. Den habe ich immer. Ist ja Minecraft. Das Ding ist immer noch nicht gewachsen. Was denn? Hallo? Da soll ich das mal wegmachen, mal neu dahin machen. Warum ist denn das nicht? War natürlich jetzt sehr intelligent. Lass uns mal hier kurz wegmachen und ein bisschen Erde holen. Weiß ja nicht wieso, warum, weshalb. Kann sein, dass da ist hier so eine Art Grenze oder so. Das ist hier jetzt gerade genau das Ende von irgendeinem Chunk ist und dass das deswegen nicht von da nach darüber wächst. Ich mache das mal so. Das eigentlich gehen. Der Weg entsteht zwar eigentlich aus Wiese, aber der bildet aber auch, meine ich, weiß ich, eine Trennlinie, sodass das eben von da aus nicht weiter wächst. Irgendwie. Scheint das so zu sein. So, dann weisen wir das auch noch raus. Ja, guck mal, das wächst sofort zu von da, ne? Wächst irgendwie sofort zu. So, dann basteln wir uns jetzt hier noch ein weiteres Gebäude hin. Hier hinten haben wir ja soweit, ne? Ein sehr buntes, sehr buntes. Wie gefällt mir das? Ganz ehrlich, ich glaube,
Wenn ich schon so ein Spitzdach mache, dann sollte ich oben und unten da auch andere Holz reinsetzen. So, dass ich dann nämlich sage, komm, ich setze hier das Holz von unten ein. Ne? Noch nicht so ganz, aber ich habe da eine Idee zu. Und zwar lasse ich das Dach gleich vorne und hinten ein bisschen überstehen. Also, sobald ich ein bisschen mehr Platz im Inventar habe, lasse das Dach vorne und hinten einfach ein ganz kleines Stück über. So, dann tausche ich mal eben aus und nehme mir mal eben. Und ich nehme mal Harzeiche. Hatte ich nicht noch irgendwo der Fichte auch Treppe? Da ist Treppe. Fichten und Stufe. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Wenn das so ein bisschen übersteht. Ich würde das dann nämlich so machen, dass ich da und da das Dach überstehen lasse. Vorne. Ne, oben dann einen dran bauen. Und dann kannst du nämlich hier noch einen ganzen Stack dran bauen. Dann sieht das Ganze ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal einfach besser aus. Rechts und links eine Fackel drunter. Glaube, das gefällt mir besser. Wenn das jetzt nach da übersteht. Ist okay. Ist super. Ich finde, das macht was her. Haha, ich sehe da noch was. Nee, komm, wir lassen das so, wir machen das so und genau so nieder. Dann noch eine Fackel drunter. Das Geknurre herkommt, weiß ich nicht. Irgendwo muss hier noch eine Höhle sein, vermute ich mal. So, den inneren werde ich mal, also das innere Holz werde ich gleich mal austauschen. Und nach. Erstmal will ich jetzt die Außen wechseln. Da schon mal dran. Kann ich die inneren Blöcke tauschen? Ja, auch wenn das nur so kleine, gerade wenn das so kleine Häuser sind, wo man halt nicht sehr viel Textur bauen kann, indem man jetzt einfach ein paar Steine mehr nimmt. Und natürlich gucken, wo man bleibt, ne? Mit dem Aussehen. Wo muss ich das dann machen? Ich natürlich den Weg hier auch noch einen breiter machen. Man hier vor den Dächern dann glauben kann. So. Und das haben wir jetzt auch hingekriegt. Ja, cool. Hier fehlt natürlich jetzt noch ein bisschen was. Oh, ich habe mir so zugestapelt hier. Das ist echt der Wahnsinn. Ich brauche noch mehr Truhen. So, heißt, ich werde jetzt mal kurz hier reingehen und werde jetzt mal ein bisschen Ruhe produzieren.
So. Setze ich einfach da noch eine neben. Da kann man aber ein bisschen Material noch abwerfen. So, so, davon ein bisschen da. Jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal wieder genug Platz, dass ich hier ein bisschen was durch die Gegend tragen kann. Ne? Das ist Birkenholz. Okay. Benötige auch noch Birkenholz und das habe ich, glaube ich, hier drin. Nicht so wirklich, ne? Hier sind noch ein paar Bretter. Da ist noch Birkenholztreppe. Sehr gut. Die brauche ich ja noch. Und halt hier die Stacks mit der Stufe. Eine Tür und dahinter direkt eine Truhe. Einmal. Einmal. So. Oh. Das war fast gut, würde ich sagen. Auch nur fast. So. So. Das Haus, das wäre dann schon mal genauso, wie es sein soll. Und bei den anderen muss ich halt noch das obere Brett tauschen. Sag ich mal. Mal eben einmal in die Häuser einbrechen und ein bisschen was kaputt kloppen. Weg. Und das noch. Ja. Birkenholzbretter und Fichtenholzbretter. So, einmal, zweimal, zack, das haben wir. Einmal, Quatsch. Ah, war doof, merkst du selbst, ne? So ist auch fertig und jetzt noch das hier. Da, mit dem da und dann das. Da können wir mit leben. Rückseite war jetzt auch fertig, ne? Ich. In dem Bereich lasse ich auch mal einfach Wiese. Da muss ich jetzt nicht unbedingt noch eine Werkbank hinmachen oder sonst was. Unbedingt übertreiben, ne? Bei mir oben stehen die Häuser ja noch mit Luft dazwischen. Und je weiter das dann nach unten geht und da hinten so irgendwo Richtung Markt oder so, da werde ich dann natürlich die Häuser wesentlich dichter machen. Schön eng aneinander und so. Ja, schon mal eine kleine Anleihe schon mal hier oben nehmen von. Jetzt hier hinbauen. Sagen, die zimmern wir auch noch rein hier und dann ist das erst. Diorit oder Andesit? Ich glaube, hier bauen wir mal mit Diorit. So, 1, 2, 3, 4, das passt auch. So müssten wir dann eigentlich auskommen.
Hätte ich da mal so schräge Dächer noch. Okay. So, jetzt aber. Die Straße an. Hier gibt es keine Fenster. Nein, hier nicht. Ich denn das jetzt? Mal kurz das Essen da raus, dann passt das. So. Da geht noch eins, oder? Eins geht noch. Ja gut, das mit dem Hang muss ich noch ein bisschen ändern dann hier. Der muss dann noch ein bisschen anders ausgebaut werden, aber das passt dann. Ja, eigentlich auch Diorit-Boden reinsetzen. Ne? So. Entweder hier. Nein. Hier war er drin. So. Wo? Wo ist der Plan? Wenn jetzt ganz dünne, lange Häuschen. So, und jetzt muss ich mir was mit dem Dach überlegen. Habe da eine Idee. Eine super Idee. Und zwar kommt da jetzt die denn? Hatte ich nicht auch Schwarzeichen als Bretter mitgenommen? Oder habe ich die? Hallo? Ja, was schwebt denn hier in der Luft? Nicht, okay. Wie es aussieht, habe ich genau diese nämlich nicht mitgenommen. Aber ah, verflixt. So, na. Irgendwie.
eine Art Sammelterrasse hier oben. Schwarzeichen. Ja, alle. Nee, da ist noch Schwarzeichen und Stufe. Muss ich mir nur überlegen, wo ich hier hochkomme. Ich könnte jetzt aus jedem Haus eine Leiter machen. Oder ich gehe von außen hoch. Das könnte ich natürlich auch machen. Mach das hier an der Ecke. Da an der Ecke. Da gibt es dann eine Leiter, wo man dann da hochkommt. Dann setze ich da oben noch einen Zaun drauf. Mit der Schippe und mit der Schippe auf die Oma. Dung. Wie im Sandkasten hier. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann in der Mitte jeweils eine Fackel rein. So. Und so. Dann gehen wir schon mal auf die andere Seite. Dann sind die auch so ein bisschen Seitenfackel. Das ist ganz gut. So, Türen, was baue ich denn da für Türen ein? Eigentlich hätte auch Schwarzeichen als Tür mitgenommen, oder? Ah, Schwarzeichen als Tür, die nehmen wir mal mit. Bauen wir eine von da. Und dann eine von da und eine von unterschiedliche Seiten zum Öffnen. 2, 3, passt. Da noch eine Fackel dran. Auch eine Beleuchtung. Ja. Da müssen jetzt natürlich noch eventuell Bücherregal und Bett rein. Das sind aber so Sachen, die kann ich machen. Hinten stelle ich ein Bücherregal hin, davor stelle ich ein Bett. Das sieht dann ganz gut aus, denke ich. Das könnte ich bei diesen langen Hütten sowieso generell so machen. Oder? Ja, stellen wir nur Betten rein, das passt schon. Okay. Dann brauche ich jetzt Zaun. Mache ich mal alles hier raus. Noch so was Kompliziertes wie eine Truhe. So ist schön. Und von hier nehmen wir das ganze gemopste Zeug mit. Auch schon mal ins Lager schmeißen. Auf geht's. Von oben sieht das bestimmt schon ganz witzig aus.
So, Betten wollte ich haben, ne? Betten satt und schmutzig. Ich meine, ich hätte hier noch einiges an Betten gehabt. Da habe ich ein paar rote Betten. Oh. Gibt es eigentlich irgendwie so eine Begrenzung, wie viele Betten man an eine Stelle stellen kann? Ich glaube, das Holz war immer das gleiche. Man glaube ich irgendein Holz nehmen. Heißt, die Signatur von dem Holz ist immer gleich und Betten müsste ich dann ein paar rote noch. Für schöne Möglichkeiten. Schwarz finde ich mal so lassen. Ah. Bunte machen noch. Aber bunte Betten. So kreuz und quer durch die Reihe. Ja, grün ist gut. Grün nehmen wir auch noch mit. Hier hellgrün. Oh je. Das ist Keramik gewesen, ja. Genau. Es funktioniert nicht, habe ich mir sagen lassen. Aus Keramikbetten zu bauen. Wir nehmen mal hier, nehmen wir noch ein bisschen Türkis mit. So. Boah. Haben wir noch Magenta? Da ist Magenta. Kommen wir mal ein bisschen mal. So. Und Bücherregal wollte ich noch mitnehmen. Die ganz langen Häuser. Kommt da noch ein bisschen Bücherregal rein. Ein paar Leitern muss ich. Dach komme. Bücherregal haben wir gesagt, wollen wir mitnehmen. Ein paar. Wenn schon auf dem Weg bin, ein Bücherregal hinzustellen, dann kann ich auch noch Blumentopf in der Blume draufstellen, oder? Und dann schon. Noch ein bisschen da Löwenzahn. Wieso mal mitnehmen, so ein bisschen was davon. Ich noch ein bisschen was auf die Wiese stellen von. So. Bin durcheinander. Da vielleicht Tulpen. Rote Tulpen. Auch noch ein paar von mit. Ja. Irgendwas fehlt dir jetzt noch? Schwarzeichenholzzaun. Und ein Tor, wenn man aufs Dach kommt. Schwarzeichenholzzaun. Ne? Schwarzeichenholzzauntor, davon brauche ich eins, genau. Und Schwarzeichenholz. Zaun, dann nehme ich einfach mal die 35, sollen eigentlich reichen. Oder? Sollten eigentlich. Ich nehme mal trotzdem ein bisschen mehr mit. Momentan muss ich jetzt erstmal gucken hier, wie ich das mit den dusseligen Stapeln am besten. Musikschraube drehen hier. Gibt auch Titel, die sind sehr, sehr leise. Da geht da ein bisschen mehr, wenn man. So, dann wollen wir. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Ach hey. Oh. Okay, dann. Grüne Bettchen. Habe ich denn noch genug Platz für die anderen? Also mal hier runterhauen. Ich eigentlich. Genug Platz für die Magenta-Betten haben hier. Auf geht's. Auf zum Dorf. Bin gleich echt mal gespannt, wie so der Ansatz von oben aussieht. Soll er von oben, also das ist jetzt ja unter anderem natürlich dafür gebaut, dass man unten durchläuft, logisch. Aber es soll halt auch von oben den entsprechenden Look bringen, wenn man halt von oben so drüber guckt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wenn ich die Einrichtung fertig habe, dann muss ich mal meine Burg erklimmen. Da von oben mal einen Blick drauf werfen. So. Bei hier zum Beispiel können wir das jetzt so machen, dass ich sage, ich setze da jetzt ein. Mach mal ein rotes Bett dahin. Eine Ecke. Eine Seite. Auf der anderen Seite stelle ich ein Bücherregal hin mit. Mit Blumentöpfchen. Und das Ding, das sieht natürlich entsprechend schön aus. Das heißt, da kann ich mal auf der Seite das Ding hin. Und auf der anderen Seite stellen wir mal so ein blaues Bett rein. Guck mal. Töpfchen hin. Und da kriege ich einen Ton hin. So. Okay. So geht hier auch noch was. Theoretisch schon, ja. Warum das eine Bett so hin? So. Das andere Bett bauen wir hier hin, auch rot. Jo. Und jetzt hier noch. Mal die Leiter dran. Ach. Ja. Geländer. Und da ist Tor. Ach, genau in der Ecke habe ich das jetzt gemacht. Das ist natürlich sehr blöd. Das ist natürlich sehr blöd. Also muss das wieder weg hier. Das kommt auch wieder weg. Dann machen wir das ganz simpel und einfach. Links. Hin, so, und in der Mitte bauen wir die Treppe. Genau in der Mitte. Da geht's aus da. Das klappt jetzt auch ohne Springen, weil diese Kante nicht mehr da ist. Da muss ich tatsächlich wegen diesem kleinen Stück da in der Mitte, muss ich tatsächlich gerade noch springen, damit ich überhaupt die Möglichkeit hat, hier hochzukommen. Und 2, 3 und hier gegenüber.
Einmal. Und so. Wirklich. Hä? Geht doch. Schade, dass man die Treppe nicht in anderen Farben bauen kann. Hätte noch was gehabt, finde ich. Hier setze ich einfach mal verschiedenfarbene Betten rein. Thema durch. Mal so eins. Hier ein blaues. Ein grünes. Und hier ein rotes. Zack. Jo. So, und hier. Wir werden das gleiche machen, ne? So. Grün. Jo. Und im Angebot haben wir noch Blau. Genau so, und hier haben wir es. So, jetzt haben wir noch diese Hütten hier. Was mache ich denn damit? Regal. Oder baue ich da Truhen hin? Bau da Truhen rein. Eins. Das sind drei. Drei Stück. Mehr kriege ich damit nicht hin. Dann brauche ich drei Truhen und drei Bücherregale. Natürlich auch noch Holz hier raus. Egal. Passt schon. So, dann nehme ich mir jetzt einfach die. Da baue ich passende Truhe hin. Hier baue ich ein Bücherregal hin. Mit einer entsprechenden Pflanze drauf. Zack. Eben eine Truhe. Hier wieder ein Bücherregal mit einer Pflanze drauf. Und hier wieder eine Ruhe. So. Sehr schön. So. Der Bereich wäre dann schon mal zumindest ansatzweise fertig. Die Sachen lasse ich hier. Natürlich schon mal ein bisschen die Wiese schmücken, ne? Ich könnte mal hier so ein paar Blumen könnte ich schon mal hinsetzen. Da. Das war ungewollt. Ohne machen wir hier Hübchen hin. So, da setze ich mal hier so was Gelbes hin. Irgendwo hatte ich doch noch den Dämon gelassen. Da. Oh. Oh. Den haben wir. Hier können wir auch noch was hinbauen.
Gelbes. So, auf der Seite gibt es nichts. Auf der Seite gibt es nur eine Pflanze. Eine Pflanze, so. Hier könnte ich auch noch ein, zwei hinstellen. Dünnes Blumen durcheinander hier zaubern. So, sehr schön. Yep, ich glaube, so haben wir die Wiese einigermaßen gut bestückt. Auch zumindest dem Anschein nach etwas zufällig. Ich glaube, wir haben das. So, noch einen hin. Noch einen hin. Und dann. Okay, dann schmeißen wir die restlichen Blumen wieder in die Truhe und dann gucken wir uns das Ganze mal von oben an. Axt brauche ich noch. Zumindest gelegentlich. So. Das kann in die Truhe wieder rein und dann passt. Ja, haben wir noch ein paar Häuser hier gebaut, finde ich. Mal, das ist schon mal ein guter Anfang. Ja, auch der Plan, ne, soll mal so anfänglich ein vernünftiges. Ja, ich wollte damit anfangen, ein vernünftiges strukturiertes Dorf dazu bauen. Ein bisschen zufällig halt, ne? Würde das aussehen. So ähnlich wie die Dörfer bei unseren lieben Dorfbewohnern. Die sind ja auch immer sehr zufällig. Ja, nur mal so. Mal hier drauf. War das vom Turm aus an oder von hier sieht man eh nichts? Wüsste ich. Also da kann man nichts sehen, weil da kannst du gar nicht runter gucken vernünftig. Ja, doch, so ein bisschen sieht man hier aus. Geh mal oben auf den Turm, da kann ich besser runter gucken. Einmal einen Blick werfen hier. Hm.
Räumungsplattform sieht schon mal mega aus. Sehr groß. Und von hier aus hat man so direkt den Eindruck, ah, Häuschen hier, Häuschen da. Sehr klein, sehr gemütlich. Nur in den Baustil von den Dächern, da muss ich mal ein bisschen überlegen, wie ich das dann ein bisschen umstrukturiere, dass das ein bisschen mehr Struktur kriegt von oben. Und von der Plattform hier vorne, da möchte ich natürlich auch noch so eine Art Weg runter haben, der einmal so an der Wand lang geht. Da muss ich mal gucken, wie ich das baue. Am besten so eine Treppe. Direkt am Rand hoch, wenn alles fertig ist. Hier vorne, vor diesen Hütten, dann so ein Weg. Am Rand nach oben. Am besten hinten an der Wand angesetzt, wo jetzt das Kreuz ist, und dann nach vorne durch. In das lang genug. Ja, so in der Richtung. Alles Weitere wird dann die Zukunft zeigen. So, ich werde an dieser Stelle jetzt dann auch mal die Karte stechen und mal schauen, dass ich ein bisschen was geregelt kriege hier. Ich schau mal vielleicht zum späteren Abend hin, dass ich noch mal mit vielleicht WoWs mal gucken, wo die Lust einen so hintreibt. Noch mal online. Vielleicht haben wir ja dann auch mal wieder einen Dankon dabei. Ich werde ja mal versuchen, ihn da zu animieren. So. Danke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt einen angenehmen restlichen Samstag und das Wochenende hier nicht mehr einschneien und sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.